يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. Liebe Geschwister, heute Bittgebet Nummer 37 mit der Überschrift Das Bittgebet für die Vollendung des Lichts oder Vollendung von Angelegenheiten und Vergebung. Das Bittgebet lautet wie folgt: Rabbana atmim lana nurana waghfir lana إنك على كل شيء قدير. Was heißt dieses Bittgebet hier? Sinngemäß, Rabbana atmim lana nurana. Von hier haben wir unsere Überschrift. Wir haben ja gesagt, wir denken über den Koran sorgfältig nach und aus dem Kontext ziehen wir dann unsere Überschriften. So machten es viele Gelehrten, wie zum Beispiel Imam al-Bukhari, der seinen Kapiteln bzw. Hadith Überschriften gab. Er hat ein Hadith gelesen und die passende Überschrift dazu gegeben. Von wo haben wir diese Überschrift, das Bittgebet für Vollendung des Lichts und Angelegenheiten? Aus dem ersten Teil des Bittgebets, in dem es hier heißt, Rabbana atmim lana nurana, vollende unser Licht. Und Licht ist hier entweder tatsächliches Licht gemeint, was ja auch so ist, weil das Hadith oder dieses Bittgebet handelt von dem Kontext des Tag der Auferstehung. Da geht es um Licht und Vollendung des Lichtes. Denn am Tag der Auferstehung wird jeder Gläubige je nach Iman Licht haben. Im Hadith heißt es, dass manche Licht haben werden wie ein Berg und manche wie eine Palme und ein anderer wie ein stehender Mann und ein anderer das Licht geht und kommt wieder. Und manche in Größe eines Fußzehs und manche werden umschlossen sein in der Dunkelheit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Licht vollenden. Deswegen auch das Bittgebet. Und manche sagen hier, Nurana kann man auch umdeuten bzw. anders verstehen, Dunya bezogen. Nurana hat dann hier die Bedeutung von Vollendung eines Projekts oder einer Angelegenheit. Das raten sogar manche Gelehrten. Okay, dann sagen wir, waghfir lana, die Vergebung steckt überall drin, weil wir ständig sündigen. Innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Gewiss, ihr seid fehlerhaft bei Nacht und bei Tag. Und deswegen hörst du fast in jedem Bittgebet immer die Bitte um Vergebung. Möge Allah uns vergeben. Und dann am Ende immer Allah subhanahu wa ta'ala lobpreisen oder loben, auf dass er dieses Bittgebet annimmt. Ihn zum Hohen erklären, indem du sagst, innaka ala kulli shay'in qadir. Du hast ja zu allem die Macht. Das heißt, nichts ist unmöglich. Jeder Wunsch kann erfüllt werden. Also du kannst dir sozusagen alles wünschen von Allah subhanahu wa ta'ala. Nur das Licht. Haben wir gesagt, dieser Vers handelt spezifisch vom Tag der Auferstehung. Wenn wir uns aber die anderen Textquellen anschauen, wie Hadith beispielsweise oder Aussagen der Sahaba, Gelehrten etc., dann werden wir sehen, dass das Wort Nur ganz viele Bedeutungen hat. Wie beispielsweise die Rechtleitung. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah 39, Vers 22, أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Schau mal, jemandem, den Allah subhanahu wa ta'ala die Brust weitet für den Islam, was ist dann mit ihm? فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ. So befindet er sich auf Nur von seinem Herrn. Auf Licht von seinem Herrn, gemeint ist hier im Tafsir, auf der Rechtleitung. Allah hat seine Brust geweitet und ihn recht geleitet. Also befindet er sich auf dem Licht. Auf der Rechtleitung. Walillahil hamd. Wissen wird auch oft in den Texten als Nur beschrieben. Hier haben wir eine ganz bekannte Aussage von Imam Malik
Und Imam Shafi'i, als Imam Malik beobachtete und sah, wie Imam Shafi'i schon in jungen Jahren einem Genie gleicht, sagte er wie folgt, ich zitiere, Inni ara Allah qad alqa ala qalbika nura. Allahu Akbar. Er sagt, ich beobachte hier, was ich von dir sehe, dieses Geniekopf, schnelles Verständnis, schnelles Auswendiglernen. Ich sehe, dass Allah auf dein Herz Licht gelegt hat. فَلَا تُطْفِئْهُ بِظُلْمَةِ الْمَعْصِيَةِ So lösche dieses Licht nicht aus oder schalte es nicht aus durch die Dunkelheit der Sünden. Subhanallah. Also Wissen wird auch sehr oft als Nur bezeichnet. Und natürlich auch der Iman. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in Surat al-Baqarah beispielsweise den Vers Allahu waliyyu alladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Wali, der Helfer, derjenige, der sich um deine Angelegenheit kümmert. Für wen? Alladhina amanu, derjenigen, die glauben. Allahu waliyyu alladhina amanu, pass auf, yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Er holt sie heraus aus den Dunkelheiten des Kufres, der Erneuerung, des Schirks, der Sünde zum Nur. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, zum Licht. Und mit Licht ist hier der Iman gemeint, so wie es Imam al-Tabari in seinem Tafsir erwähnt. Der Islam wird auch als Nur betitelt. Wir haben einige Verse, in denen Allah subhanahu wa ta'ala über die Götzendiener und Ungläubigen berichtet, dass sie sagen, يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ Sie möchten das Nur von Allah auslöschen. Und hier ist ebenfalls gemeint der Islam. Und das meinte ebenfalls At-Tabari. Und im Vers davor, Iman, wurde auch, das Licht wurde als Iman bezeichnet im Tafsir. Und hier in diesem Vers der Islam. Subhanallah. Und ebenfalls der Koran, dass der Koran Licht ist, ist klar. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in einigen Versen, dass der Koran Licht ist. فَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا Ist er jemand, der tot war und wir ihn dann lebendig gemacht haben und ihm Licht gegeben haben? Mit Licht ist hier gemeint der Koran. Und wir haben gesagt auch, dass man das Bittgebet, also das ist das, wie Licht, das Wort Nur in unserer Religion angesehen wird, als Wissen, Rechtleitung, Iman, Islam, Koran. Und wir haben gesagt, das Bittgebet kann man auch als Vollendung von Sachen sagen. Das heißt, wenn du ein Buch anfängst zu lesen und du mittendrin bist und gerade schwach wirst, kannst du dieses Bittgebet aussprechen. Rabbana atmim lana nurana. O Allah, vollende unser Licht, denn Wissen ist ja Licht. Du liest ein Buch oder du hast ein Projekt angefangen, eine Moschee aufgebaut, die noch nicht fertig ist. Dann sagst du, Rabbana atmim lana nurana, vollende unser Licht. Mit Licht ist dann hier gemeint, die Vollendung oder dass man die Moschee zu Ende baut. Vollendung, dass man das Buch zu Ende liest. Vollendung des Studiums, okay? Dafür kann man dann dieses Bittgebet sprechen. Und was auch schön ist, ist, dass es sogar eine Sure gibt in dem Koran, nämlich die Sure Nummer 24, welche da heißt, ganz genau, Surat an-Nur, Sure, das Licht. Und in der Sure kommt vor, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich als Licht bezeichnet, indem er sagte, Allahu Nuru Samawati wal Ard. Sura 24, Vers 35. Sagt Allah, dass er das Licht der Himmel und der Erde ist. Und Ibn al-Qayyim ging sogar noch weiter und sagte, dass An-Nur aufgrund des Verses ein Name von den Namen Allahs ist. Das heißt, An-Nur, das Licht, ist ein Name von den Namen Allahs. Und das Licht an sich ist ein Symbol für Freude, für Leben, für Glückseligkeit. Und deswegen ist dieses Bittgebet ein ganz besonderes Bittgebet, dass Allah uns unser Licht vollenden soll. Jetzt für Ramadan, wir befinden uns in den letzten Tagen, kann man auch dieses Bittgebet sprechen, mit dem Verständnis des Lichts Ramadan zu betiteln.
Wir sind im Tag, du bist beispielsweise im Tag 27, 26, 25 und dann sagst du, Rabbana atmim lana nurana, vollende unser Licht, o Allah. Und du meinst damit, den Ramadan zu beenden. Genau, auch in Sure 14, Vers 1 beschrieb Allah subhanahu wa ta'ala dieses Buch als Licht. لِتُخْرِجَ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, damit du die Menschen herausbringst aus den Dunkelheiten ins Licht. Und Dunkelheit weist auf Angst hin, auf etwas Schreckliches, Unangenehmes. Deswegen dieses Wort Nur, Licht, hat bei uns in der Religion eine schöne Sache. Im Hadith heißt es, in Bezug auf diejenigen, die ständig zur Moschee gehen, wenn es dunkel wird, oder in den dunklen Zeiten, in Sunan Abi Dawud, welcher für Sahih erklärt wurde, بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ بِالنُّورِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Allahu Akbar. Er sagt, بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ. الْمَشَّائِينَ ist hier in Übertreibungsform. Gebe denjenigen, die viel und oft und ständig zur Moschee laufen, gebe ihnen die frohe Botschaft. Ja, welche denn? بِالنُّور, dass sie Licht bekommen werden. Welches Licht? Etam, vollkommenes Licht. Hier haben wir auch Tam, vollkommen, genau wie im Vers. Etmim lana. Und hier binuri tam, yawm al-qiyama. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala dreht den Spieß sozusagen um. Das nennen die Gelehrten al-jaza'u min jinsil hamal. Die Tat wird entsprechend, oder die Belohnung wird entsprechend der Tat gemessen. Du warst im Dunkeln immer unterwegs, dafür gebe ich dir volles Licht. Du warst stets enthaltsam und hast gedurstet und gefastet und gehungert, ich drehe den Spieß um und lasse dich im Paradies ständig essen und trinken. Das nennt man Al-Jaza'u min jinsil hamal. Hier waren sie ständig im Dunkeln unterwegs, frohe Botschaft, dass ihr vollkommenes Licht bekommen werdet. Subhanallah. Also sehen wir hier auch die schöne frohe Botschaft des Lichtes. Auch, was sehr interessant ist, die grauen bzw. die weißen Haare. Dazu will ich euch ebenfalls ein Hadith vorlesen, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hat, die weißen bzw. grauen Haare abzuzupfen. Er sagte, la tentifu shape, zupft euch, reißt euch nicht die weißen Haare ab. Ma min muslimin yashibu shaybatan fil islam. Denn jeder Muslim, der im Islam als praktizierender Muslim weiße Haare bekommt, illa kanat lahu nuran yawm al-qiyamah. Hier haben wir wieder unser Licht. Jedes weiße Haar wird Licht für dich sein am Tag der Auferstehung. Und in einer Überlieferung, illa kataba Allahu lahu biha hasana. In einer Überlieferung heißt es, dass du für jedes weiße Haar sogar eine Hasana bekommst. Und eine Sünde wird dir dadurch vergeben. Und in einer weiteren Überlieferung, und eine Stufe wirst du dadurch noch erhöht werden. Also sagen wir, wie gesagt, Licht ist ein Symbol der Orientierung. Und Dunkelheit ein Symbol der Orientierungslosigkeit. Wir haben ja gesehen, dass Licht auch Rechtleitung als Rechtleitung zählt. Genau. Der Vorhang Allahs beschrieb ihn sogar als Licht, Hijabuhu Nur, den Vorhang, den er abziehen wird, sodass alle Geschöpfe ihn sehen werden oder alle Menschen im Paradies ihn sehen werden, besteht aus Licht. Und wir haben schon gesehen, dass der Koran, wa anzalna ilaykum nuran mubina, und wir haben auf euch ein deutliches Licht herabgesandt, ist der Koran. Ja, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wurde auch als Licht betitelt im Vers, qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Zu euch ist nun ein von Allah, Nur, damit ist der Prophet gemeint, und ein deutliches Buch. Und das Gebet sogar auch, als es hieß in Sahih Muslim, Was-salatu Nur, und das Gebet ist Licht. Dann schließe ich ab mit zwei letzten Sachen. Und zwar eine Sache noch zu den weißen Haaren. In einem Hadith heißt es, Inna min ijlalillahi ta'ala. Oder inna min ijlalillah, zur Hochachtung Allahs gehört es, den zu Ehren der weiße Haare bekommen hat. Der Hadith ist authentisch.
Und abschließen möchte ich mit dem Paradies, in dem es heißt, Hiya wa Rabbi al-Kaaba, Nurun yatala'la. Sie ist beim Herrn der Kaaba Licht, welches glänzt, leuchtet und schimmert. Das ist das Licht bei uns in der Religion. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unser Licht vervollkommnen. Hada wallahu a'lam. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.